So, ein wunderschönes Herzlich Willkommen zurück zu Clicker Hero. Genau, was ich noch vergessen habe in der letzten Folge zu erwähnen ist, dass wie ich das mit dem Hochladen mache. Denn es ist so, achso, ist ja scheiße, mach ich das hier mal weg. Ausblenden. Perfekt. Mit dem Hochladen werde ich es wie folgt machen. Ich nehme diese Folgen immer einfach so über den Tag verteilt auf oder über die Woche verteilt auf, ohne festen Plan. Wenn ich Bock drauf habe, spiele ich es. Wenn nicht, dann nicht. Weil Clicker Heroes lebt halt davon, dass man halt öfters mal vorbeischaut. Ist halt ein Idle Game. Das heißt, während man offline ist, kämpfen die Monster für einen weiter. Der Vorteil dabei ist, hier zwischen den Folgen haben wir 1300 Euro verdient, Gold verdient. Und das ist halt auch ein der typischen Sachen von Idle Games, dass sie halt, wenn man nicht spielt, trotzdem weiterspielen. Also technisch gesehen heißt es einfach nur, dass sie sich speichern, okay, zu dem und dem Zeitpunkt wurde das Spiel zuletzt gespeichert. Und wenn du wieder öffnest, wird die Zeit dazwischen quasi dann berechnet, also aktuelle Zeit minus die alte Zeit ist die Zeitdifferenz. Und dann wird berechnet, okay, wie viel Gold hättest du in dieser Zeit verdient? Und das wird dir dann gut geschrieben. In dem Fall 1300 Gold. Ja, ist jetzt egal. So, auf jeden Fall werde ich das halt immer die Tage aufnehmen und dann auch hochladen. Die Folgen kommen aber allesamt immer über die Woche gebündelt am Sonntag einfach on. Das heißt, über die Woche von Montag bis Samstag gilt mein ganz normaler Upload-Plan. Der wird nicht verändert. Es ist alles so, wie es immer ist. Also derzeit halt mein Test von Montag bis Samstag pro Tag eine Folge. Ganz normal. Und Clicker Heroes ist halt für die, die Bock drauf haben, kommen die Folgen halt am Sonntag einfach alle gebündelt mit einmal online. Also nicht erschrecken. Es werden immer am Sonntag viele Folgen mit einmal on kommen. Heißt also, ihr könnt euch das beim Angucken dann über die Woche verteilen, ja, wie ihr es wollt. So, ich habe, wie gesagt, hier mir ein paar Rubine beschafft. Mit den Rubinen, wir gehen erstmal in den Vollbildmodus. Mit den Rubinen können wir uns jetzt endlich. Ach, die kosten ja nur 100. Stimmt, die sind viel preiswerter. Ja, eben. Ja gut, sonst wäre es hier auch mit diesen 100 Dollar ein bisschen übertrieben gewesen. Ja, das heißt, wir können uns gleich mal. Ich weiß gar nicht, wie viel Autoclick hatten wir in der letzten Let's Play. Da hatten wir zwei oder hatten wir drei? Ich schon mal drei. Ja, wie ihr seht, die werden immer teurer. Pro Autoclicker, die man kauft, ist der nächste der 50 Rubine teurer. Wow. Das hier ist meine horizontale Bildschirmauflösung. 1680 mal 1050. Okay, so, jetzt haben wir drei Autoklicker. Sehr schön. Das hier werde ich erstmal lassen, so lange bis wir normal bis Level 100 kommen, weil ich möchte es auch erst dann erklären mit diesen Ascension. Kommt erst dann. So, das heißt, wir haben jetzt Autoklicker. Und dieser Autoklicker, den kann man jetzt hier raufpacken. Bupp, und dann klickt er 10 Mal pro Sekunde quasi hier drauf. Also das hier. Macht er 10 Mal pro Sekunde. Der Vorteil dabei ist, man kann den aber nicht nur hier raufsetzen, sondern man kann den auch auf alle möglichen anderen Schaltflächen klicken, setzen. Das heißt zum Beispiel, wenn man den jetzt hier unten hinsetzt, bupp, dann versucht er 10 Mal pro Sekunde hier Level zu kaufen. Oder jetzt. 10 Level zu kaufen oder jetzt 25 Level zu kaufen, whatever. Je nachdem, was man hier halt einstellt. Ist ja mit der T-Taste kann man hier ja durchtoggeln. Wichtig ist, die Autoklicker reagieren nur auf den Toggle. Also auf das, was man mit der T-Taste macht. Wenn man jetzt mit der Shift-Taste hier raufklickt, ne, diese Shift-Taste kann man auch gedrückt halten, um 10 mit einmal zu kaufen. Das funktioniert mit der Autoklicker nicht. Dann kaufen die trotzdem nur einmal. Also immer ein Level mit einmal. Oder jetzt, wenn man hier die Steuerungstaste gedrückt hält, hat man ja 100 mit einmal.
Trotzdem kauft ein Autoklicker nur ein Level immer mit pro Zehntelsekunde. Deswegen, wenn man hier Autoklicker drauf hat, dann auf jeden Fall mit dieser T-Taste arbeiten und durchklicken. Das funktioniert auch mit den Autoklickern. So. Genau, wir setzen aber erstmal alle drei Autoklicker hier im Spielfeld. Das heißt, wir haben 30 Klicks pro Sekunde. Das ist fett. Sehr schön. Dann kann ich ja doch wieder meine alte Maus benutzen, weil brauchen wir ja nicht mehr hier. Egal. Ich spiele mich gerade immer noch mit meiner Funkmaus hier. So, wir haben mittlerweile 14.000 Gold, fast 15.000 Gold. Was können wir damit machen? Zuallererst würde ich mal hier einfach mal hier ein paar Level kaufen, damit wir mal ein bisschen Grundstärke haben. Und dann können wir auch mal ein paar Level weitergehen. So, das ist aber immer noch relativ langsam. Wisst ihr was? Ich erhöhe mal unseren Klickschaden hier. Das heißt, 25 Level Upgrade kaufen. Das wird schon zu teuer. Schade eigentlich. Aber man sieht schon den Unterschied. Heftig. Weil das Schöne an dem Click-Damage ist halt, diese 200 Klicks gelten ja pro Klick. Das heißt, wenn man 10 Mal pro Sekunde klickt, hat man 2000 Damage pro Sekunde. Und da die Autoklicker jetzt 30 Mal pro Sekunde klicken, weil jeder Autoklicker, wie gesagt, generiert 10 Klicks, heißt es, wir haben derzeit, das muss ich rechnen, ja klar, 6000 Damage pro Sekunde. Also das Zehnfache, was unsere Monster machen. Also die beide hier. Ist schon fett. So, Level 14. Den Boss sollten wir dann auch soweit gut schaffen. Alle 5 Levels kommt ja immer der Boss. Oha. Ja, ja, da wird schon wesentlich langsamer. Das heißt, den 20er Boss schaffen wir dann auf jeden Fall nicht mehr. Wir müssen also kaufen. Was das Zeug? Betty Clicker. Erstmal durchgehen. Sit. This nice young fighter shows up. To take some of the clicks off your fingers. Ja, macht Sinn. Denke ich einfach mal. 37.000 für Level 75. Da hätten wir halt diese schöne Upgrade hier, was den nochmal doppelt so stark macht. Ist schon nicht verkehrt. Dann haben wir quasi, ich weiß gar nicht, 150, 300 Klickschaden? Nein, 400 Klickschaden, nein. 600 Klickschaden? Haut das hin? Doch, 600 Klickschaden, genau. Bam, jetzt haben wir 300, das verdoppelt, genau, sind 600. Ja, perfekt. 600 Klickschaden. Das sieht schon geil aus. So. By the way, können wir auch... Ach ja, siehst du, bei der neuen Version gibt es jetzt hier auch endlich mal mehrere Zeitsprünge. Das heißt, wir können jetzt 10 Rubine ausgeben und bekommen dafür das Gold, was wir in 8 Stunden verdient hätten. Oder halt für 20 Rubine das, was wir in 24 Stunden verdient hätten. Und für 30 Rubine das, was wir in 48, also in 2 Tagen verdient hätten. Übrigens ist das ein kleiner Unterschied zu der aktuellen Version, weil bei 1E11, da gibt es hier noch einen vierten Button, da kann man nämlich für 50 Rubine das holen, was man in 156 Stunden, also auf jeden Fall in einer Woche, was man in einer Woche verdient hätte. Ja. So, machen wir aber nicht. Weil das noch nichts bringt. Tja, die können wir uns leider nicht holen, diesen schönen anderen Klicker, weil die geht halt nur per DLC. Und diese Version interagiert halt leider nicht mit Steam. Von daher, was soll's. Ist halt leider so. So. E5 brauche ich hierfür. Ist mir ein bisschen zu teuer.
Mal gucken, Tweebeast, den bekommen wir noch 10 Level für 2000. Dann bekommt ihr auch nochmal die doppelte Stärke, hat schon 500. Aua. Weitere 25 Level bekommen wir auch. Dann hat er nochmal das Doppelte. Warum ist der Clicker Hero in schwarz? Normalerweise ist es doch weiß. Auf jeden Fall nervt es. Genau, Clicker Heroes erhöht um 100%, also quasi verdoppeln. Hat er schon 2000. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Nochmal. Dann haben wir. Oh. Diesmal das zweieinhalbfache. Das wären also 3000, 4500. Quatsch. 5500. 5500? Ach ja. 3 mal 2 ist ja 6. Ich schon wieder. Ich kann nicht rechnen. Ja. Wow. Das wird dann wieder für Gesprächsthema sorgen hier. Hoffentlich hat das keiner meiner Klassenkameraden gesehen. Wobei, meine Klassenkameraden sehen mich ja sowieso nie wieder, weil Corona und so. It's Corona time. So. Level 19 können wir gehen. So. Der Drunken Dwaller. Was hat der? Der 2200 bisher. Den können wir ruhig noch ein paar Level spendieren. Da hat er 8800. Ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Zwei E5. Das ist noch ein bisschen teuer. Der nächste Boss. Oha. Oha. Ja, also wir schaffen es zwar locker noch, aber man merkt, es wird langsam langsamer. Langsam mal, ja, das macht Sinn. So. Ich glaube, wir bleiben erstmal bei dem Boss. Da bekommen wir nämlich immer schon Geld mit einmal. Dann können wir hier erstmal Sid ein bisschen hochleveln. Weil für die nächsten 25 Level brauchen wir 2 E5. Und wir haben gerade mal 1 E5. Wisst ihr was? Am Anfang ist für euch als Zuschauer wahrscheinlich einfacher. Ich meine, ich bin an diese wissenschaftliche Schreibweise bereits gewöhnt. Aber ich mache mal für euch das mal raus. Also, so, ne? Jetzt immer Anfangsniveau. Der kostet 200.000 und wir haben jetzt 240.000. Das heißt, jetzt können wir ihn das leisten. Und das Upgrade kostet dann. Ach, dieses Klicker hier, warum ist das da immer? 80.000 können wir uns auch leisten. Sehr schön. Das kostet 400.000. Na, das können wir uns aber so schnell nicht leisten. Das sieht ganz schön teuer aus. Na gut, gehen wir mal zum nächsten Level. Sollte jetzt mit der Angriffsstärke, mit der immensen Angriffsstärke von 2000 pro Klick kein Problem sein. Vor allem so 2000 und dann 5. Das ist unsere Stärke, ne? Die restlichen 2000 kommen nur durch Sid. Ich meine, gewisse Personenkreise würden jetzt garantiert sagen, wieso lasse ich mir eigentlich von einem Mädchen helfen? Und warum ist sie überhaupt stärker als ich? Aber auf das Niveau lasse ich mich mal nicht runter. Ne? Ich meine, ich persönlich habe nichts gegen Frauen, solange wie sie in der Küche stehen. Was? Hat irgendwas gesagt? Ich hatte gerade so ein Rauschen bei mir im Ohr. Irgendwie Firewall oder so. Ja. Hat keiner gehört, nein. So, wir könnten uns auch anmelden. Das habe ich tatsächlich beim. Ich habe, wie gesagt, mit der Browser-Version habe ich schon davor gespielt gehabt. War doch sogar schon relativ weit, bei Level 88.000, aber ist das ein anderes Thema. Aber das machen wir jetzt hier im Let's Play nicht, wegen weil Baum. Die oberen Schalter seht ihr auch alle gar nicht. Ich mache mal hier so Fenstermodus. So hier. Da haben wir einmal Community. Was ist das denn? Oh. Ach so, Reddit. Ja gut, okay. Dann haben wir noch Twitter. Dann haben wir noch Qualität. Und ja, das mit dem Online-Speichern. Brauchen wir aber alles nicht.
Ist alles Quatsch. So, Level 23 sind wir schon. Das ist aber nett. Können wir mittlerweile ein bisschen mehr kaufen? Das heißt, Sit. Ah, ist noch zu teuer. Ich würde fast sagen, wir leveln erstmal hier ein paar andere hoch. Einfach damit wir mal ein bisschen Grundstärke bekommen. 1, 2, 3 und dann 1, 2. So. Leider gibt es hier noch nicht so einen Button, dass man alle Upgrades mit einmal kaufen kann. Das heißt, wir müssen hier die Upgrades immer manuell kaufen. Später gibt es nämlich hier so einen Schalter. Da kann man nämlich alle Upgrades, die man kaufen kann, auch mit einmal kaufen und muss nicht jedes einzeln anklicken. Das ist sehr gemütlich für faule Leute. So wie ich. So. Betty Klicker hat einen Grundschaden von 1000 pro Level. Das ist schon ganz schön ordentlich. Der hat schon 10.000. Holy shit. Okay. Gut, dann holen wir erst. Ja, okay. Vom Bettklicker mal 10 Level. Da haben wir auch schon 10.000. Aber die braucht halt dafür halt auch 10 Level, ne? Er hätte bereits beim ersten Level 10.000. Aber dafür kann man die verstärken. Genau. Erhöht den Schaden aller Helden um 20%. Das ist geil. Da auch nochmal. Das ist aber schön. So, das nächste Boss-Level. Holla die Waldfee. Das wird heftig. Okay. Bumm, fertig. Sehr schön. So. Ja, komm. Haben wir mal 44.000. Das ist schon ganz ordentlich. Brauchen wir 10, also 1.000 Gold. Wow. Nee, also brauchen wir 1 Million Gold und wir haben 100.000 Gold. Ah, schauen wir gleich. Easy. Der Bus ist gleich fertig. Ich helfe ein bisschen mit, wobei bringt nichts, dem zu helfen. Wir haben ja bereits 30 Klicks pro Sekunde. Mehr geht nicht. Also, mehr kriege ich zumindest mit der Hand nicht hin. Dann hatten, genau, erhöht um 100%. Das heißt, bumm, jetzt haben wir 89.000. Alter Schwede. Wobei sie gerade mal die Hälfte des Gesamtschadens macht. Wahrscheinlich, weil der ja noch so extrem viel macht. Aber 20%, 5%, 7%, hey, wer macht denn so viel Schaden? Okay, 6%. Die Hohen machen auch noch ganz schön heftig Schaden. Ja, auch 6%. Naja. Macht sie schon nicht schlecht. So, ...40.000... Ach komm, wir machen mal hier ein paar Level. 2 bekommen wir. Sollten wir schon weitergehen? Ich weiß nicht. Wir brauchen noch ganz schön lange. Übrigens würde ich euch nie empfehlen, hierfür Echtgeld auszugeben. Macht es mal lieber nicht. Ich mache es auch jetzt nur hier im Let's Play. Bei meiner lokalen Version habe ich das auch nicht gemacht. Ich meine, wenn Clicker Heroes immer noch aktiv entwickelt werden würde, wäre es was anderes. Dann könnte man nämlich die Entwickler damit unterstützen ein bisschen, wenn man sagt, okay. Aber erstens bin ich nicht für, Pay-to-Win ist es ja nicht. Man kann ja auch ohne Reinzahlen gewinnen, aber In-Game-Käufe oder In-App-Käufe ist nicht so meins. Deswegen macht das lieber nicht. So. Außerdem hier nicht bei der App. Ist ja, wir spielen ja hier in der App und da weiß man nie, was hier hinter steckt. Ne?
Also, wenn man das bei Steam spielt, die offizielle Version bei Steam oder bei Kongregate.com, dann ist es was anderes, aber hier in der Browser-Version sowieso nicht, weil da weißt du nie, wo das Geld hingeht. Im schlimmsten Fall ist das Geld einfach weg. Und da hat es irgendein Indie-Entwickler oder irgendein derjenige, der dieses Hack erstellt hat. Ne, ich habe in der ersten Folge ja gesagt, dass dieses Browser-Add-on nicht ganz so koscher ist. Und da muss man sie nicht noch unbedingt Geld in den Rachen werfen. Ein Level gerade mal. Eieieiei. Komm, wir gehen mal hier weiter. Das ist alles. Es wird langsam träge, ne? Ich muss mal gucken, vielleicht. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das halte mit diesen halben Stunde pro Folge. Vielleicht mache ich später auch die Folgen kürzer. Oder komplett, so wie es gerade kommt. Weil eigentlich versuche ich immer eine Folge 30 Minuten lang, weil es ja halt einfach eine gute Zeit ist. Aber ich schätze mal, für Clicker-Heroes ist das ein bisschen doch zu lang. So, mal gucken, die Stats. Wir spielen schon 40 Minuten. Holy shit. Gehen wir mal durch hier, ne? Was es hier so alles gibt. Unser Schaden pro Sekunde. Totale Hero Level. Dark Ritual, was das ist, kommt später. Das ist das Ding hier unten. Ne, das Ding da. Click Damage, wie oft wir schon geklickt haben. Ja, da zählen auch die Autosklicker mit rein. Deswegen ist die Zahl auch schon so hoch. Maximale Anzahl ist 64 Klicks pro Sekunde. Lol. Schaffen wir das hier zu drin? Warte mal ganz kurz. Machen wir hier nochmal Autoklicker an. Jetzt haben wir drei Autoklicker plus das Ding hier. Oh, mal gucken, wie viel wir jetzt noch haben. Du bitte wieder abbrechen, danke. Nee, immer noch 64. Schade. Scheint also bei 64 irgendwo gecapped zu sein. Weil das ist nämlich auch irgendwo gecapped. Ich habe nämlich in meinem eigenen Dingsbums, da hatte ich schon 5 Autoklicker. Und wenn ich da das Ding hier laufen lasse, diesen Autoklicker, der merke ich immer wieder pausiert. Und das liegt nicht am Autoklicker, sondern dass der Klicker hier an sich die Eingabe blockiert. Ab einer bestimmten Anzahl an Klicks pro Sekunde. Ist ganz clever. Dann kann man nicht cheaten. Sonst könnte man einfach 1000 Klicks pro Sekunde generieren und Feierabend. Kann man nicht. So, mal bei 1000 Klicks pro Sekunde würde auch Flash abstürzen. Das würde so ein Browser-Game gar nicht packen. Wobei, stimmt gar nicht. Ich hatte doch schon mal so eine Browser-Games, so eine ganz einfachen Browser-Games. Da hatte ich schon 1000 Klicks pro Sekunde zwar nicht versucht, aber weit über 100 Klicks pro Sekunde und das ging auch problemlos. Ist halt immer die Frage, wie komplex so ein Spiel gebaut ist. Und weil halt Clicker Heroes doch schon relativ grafisch umfangreich ist für ein Flash-Game. Deswegen, ich glaube mal, das hier würde mehrere hundert Klicks pro Sekunde nicht standhalten. Dann hätte ich eine CPU-Last von über 3000% oder so. Keine Ahnung. So, Critical Klicks haben wir leider noch gar keine. Kommt auch alles erst später. Gold haben wir schon ein bisschen was. Ah, stimmt. Der aktuell sieht das ja auch immer im laufenden Betrieb. Das ist natürlich geil. Monster gekillt. 810. Sehr schön. Können wir ins nächste Level gehen hier? Ich glaube mal, den Boss bei Level 30 schafft man noch nicht. Da muss ich noch mal ein paar Level kaufen. Ascensions, Mercenaries. Ich weiß gar nicht, wie man das Wort ausspricht. Auf jeden Fall unsere Söldner, die für uns arbeiten. Kommt auch alles erst später. Season Events. Also. Nice. So, können wir mittlerweile wieder ein bisschen was kaufen hier? Kriegen wir hier 5 Level hin? Sollte passen. Sehr schön. Okay. Oh doch, für den Boss sollte das schon fast reichen. Da bin ich guter Dinge. Zur Not können wir hier noch ein bisschen aufleveln. Zum Beispiel mal das. Dann ihn.
Increase your Click Damage um 0,5%. Das heißt, der Schaden, der hier oben steht, so 500.000, davon werden 0,5% genommen und uns hier im Click Damage gutgeschrieben. Das heißt, jetzt haben wir 9.000 Click Damage, bupp, jetzt haben wir 11.000, also gut 2.000 mehr. Weil das Problem ist, Click Damage wird ja bisher nur über Sid verändert. Und Sid wird irgendwann sehr teuer. Das heißt, man kriegt diesen Click Damage kaum noch höher. Aber mit diesem Upgrade kann man quasi sein Click Damage vom DPS abhängig machen. Und dadurch, dass der DPS hier immer weiter ansteigt, steigt damit auch der Click Damage immer weiter an. Ist ganz wichtig. Ja. Wollte ich nur gesagt haben. 25 Level kommen, ja perfekt. Haben wir den auf 150. Wow. Dann können wir uns von Sid alle Upgrades kaufen. Von TV Summer jetzt alle Upgrades. Da ist, hier ist ja nichts Schwarzes mehr. Daran sieht man nämlich immer, wenn hier noch was Schwarzes ist, also wenn da nichts Schwarzes mehr ist, dann gibt es auch keine weiteren Upgrades. Das heißt, ab dann lohnt es sich nicht mehr, einen Helden hochzuleveln, außer man möchte direkt die Stärke haben. Also den letzten Helden hochleveln, klar. Irgendwas muss man ja hochleveln. Aber ne, normalerweise reicht es aus, wenn wir die hochleveln. Und die hier oben könnte man komplett vergessen. Aber die sind ja wichtig für die ganzen Upgrades. Ich hoffe, ich habe mich jetzt einigermaßen verständlich ausgedrückt. Wahrscheinlich eher nicht so. So, das war jetzt... Power Search. Das heißt, dieser Wert wird für 30 Sekunden verdoppelt. Ich glaube, das können wir denn für den 35er-Boss gebrauchen. Weil der wird ganz schön schwer werden. Den jetzt, den schaffen wir noch gerade so. Aber den 35er-Boss, der wird schwer. Das heißt, da können wir dann unser DPS verdoppeln. Der Vorteil ist, wenn wir DPS verdoppeln, wird dabei auch, wie gesagt, der Wert, der hier gut geschrieben wird, mit verdoppelt. Also so gesehen ist das schon geil. Leider nur für 30% und nicht für immer. Aber gut. Ich meine, wir könnten auch den Wert für immer verdoppeln, wenn wir das Ding hier kaufen. Ups. Oh, Entschuldigung. Wollte ich gar nicht. Ja. Es ist geschehen. Es ist passiert. Es tut mir leid. So, jetzt haben wir doppelten Wert. Jetzt haben wir 31.000. Nee, hier, 100.000. Nice. Und den Wert können wir jetzt aber auch wieder verdoppeln. Durch das Upgrade hier. Yay. So, jetzt sollte für Level 35, naja gut, okay, kein Problem, werden wahrscheinlich nicht, weil ab 35 werden die Sprünge zwischen den Bossen extrem hoch. Müssen wir mal gucken, wie schnell wir da vorankommen. So, ab Level 100, achso, wird Click Damage nochmal erhöht um 0,5%. Das machen wir direkt mal. Dann haben wir jetzt 43.000 und jetzt 48.000. Na gut, hat doch nicht so viel gebracht. Macht ihn hier nochmal zweieinhalbfach so stark, um 150% mehr. Ist aber gerade ein bisschen teuer, lasse ich erstmal. Brittany, Bitch Prinzessin. Entschuldigung. Habe ich gerade Bitch Prinzessin gesagt? Alter. Ein wunderschöner Tag heute. Die Sonne scheint nicht mehr. Es ist dunkel draußen, aber egal. Ja, ich habe gerade nichts gesagt. Also Beach Prinzessin mit Sch und nicht mit Tsch. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. So, dann machen wir das mal. Ist ja nicht so teuer. Da wird sie noch mal stärker. Gibt es ja keine ordentlichen Upgrades? Irgendwas, was sinnvoll ist? Ich mach mal hier ein bisschen. Ne, mehr kommt da nicht. 13k. Da kommt auch nicht mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das macht ihn nur stärker. Ah, auf alle. Auf Nacken. Genau, Battleclicker war ja die Dame, die hier Upgrades für alle Helden hat. Also die alle Helden verstärkt. Das ist ganz geil. Das wird ein bisschen teuer. Schaffen wir aber, kein Problem.
Achso, ja, nochmal ne, erwähnen. Oh, Goldkiste. Da bekommen wir extra Gold. Die Taler, die sammeln sich natürlich nach der Weile automatisch ein. Ne? Wenn die jetzt da liegen, dann verschwinden die irgendwann. Das heißt, das Geld wird dann generell zu gut geschrieben. Wenn man aber mit der Maus drüber fährt, dann sammelt man das Geld quasi sofort ein. Man hat dabei aber keinen wertmäßigen Vorteil. Es geht dadurch einfach nur ein bisschen schneller. Wenn man jetzt mit einmal halt mehr Geld braucht, dann kann man das habe ich jetzt hier mal schnell einsammeln und kann sich dann das jeweilige kaufen. Halt. Jetzt nicht denken, dass wenn man das hier liegen lässt, dass man dann weniger Gold bekommt. Nein, man bekommt es einfach nur ein paar Sekunden später. Das ist alles, also. So, dann machen wir das mal hier. Increase the click damage wieder um 0,5%. Oh, das kostet schon 200 Millionen. Das ist ganz schön teuer. Finde ich mal so. Alexa! Alexa? Ich habe gar keine. Okay, Liste für die Zuschauer. Alexa, wie wird das Wetter morgen? Wow, bin ich lustig. So, schaffen wir hier 25 Level? Nein, schaffen wir nicht. Scheiße. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt mal für die Aufnahme wieder Feierabend, dann eitel ich mal ein bisschen. Wie sieht es denn hier aus? Mal bitte sauberes Level, danke, danke. So, dann eideln wir mal wieder ein bisschen und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. In dem Sinne. Achso, halt, ja, so. Schau mit V.